Hello again, happy morning in the morning. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist gesund. Ja, ich muss euch einfach sagen, dass die Energien gerade zwar sehr anstrengend sind. Also viele von euch, die fühlen sich einfach gerade zur Zeit extrem müde, ausgelaugt. Und dennoch, also ne, mir geht es auch so, aber dennoch gibt es eine gewisse Leichtigkeit dabei. Also beides schwingt so ein bisschen mit. Und weil ich das heute als besonders extrem empfinde, ne, also einerseits diese Müdigkeit und auf der anderen Seite aber die extreme, der extreme Frohsinn durch Leichtigkeit. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich das so einigermaßen rüberbringe, aber aufgrund von diesen Energien, also diese Freude sozusagen, möchte ich jetzt einfach mal auf diese Energien Karten legen und ich werde auch vermutlich, oder wenn ich es werde, dann werde ich noch ein anderes Kartendeck dazu holen, was ein bisschen mehr Verständnis oder Tiefe gibt, die ich aber jetzt sozusagen nicht zeigen kann, weil ich für dieses spezielle Kartendeck keine Lizenz oder Erlaubnis habe, die ich dann halt in dem Fall nicht zeigen kann und halt dann quasi hier dazu nehme. Also in diesem Fall geht es halt dann auch nicht darum, dass jetzt der Zuschauer sozusagen anhand der Kartenlegungen lernen kann, sondern es geht halt einfach mal um die Botschaft, wenn die gewünscht ist. Natürlich ist es eine allgemeine Legung, die nicht auf jeden zutreffen kann, aber es sind auf jeden Fall Botschaften aus dem Kollektiv dabei, die im Endeffekt für jeden etwas bereithalten an Informationen. Und in diesem Sinne lege ich jetzt einfach mal los und halt die Klappe. Ach so, ja, nee, was mir noch ganz, ganz wichtig ist zu sagen, ich hatte es mir wirklich vorgenommen, jetzt mal zu sagen, weil ich es viel zu selten sage, ein herzliches Dankeschön für euer Sein, für euer Mitmachen, für eure Gestaltung, für eure Kommentare, für eure Feedbacks, für eure Nachrichten und auch immer wieder für eure Spenden, für meinen Kanal. Aller herzlichsten Dank dafür. So, ja, was kommt auf uns zu? Was passiert die nächsten Tagen, Wochen, Monate? Ihr wisst, Zeit ist, gibt es in der Form nicht und deswegen geht es auch nicht darum, ob es morgen in einer Woche oder in zwei Wochen passiert, weil es geht einfach nur um die Energie, was passieren wird. Und ich mische jetzt hierzu nochmal die Karten, um eine Reihenfolge zu erstellen. Ich gucke auch gar nicht hin, ihr seht es zwar nicht, aber es ist so, ich muss mich ja nicht selber belügen oder verarschen. So. Jetzt schaue ich mir das an. Okay, wir haben, oha, okay, wunderschön. Es sind sogar tatsächlich fünf. Ich liebe diese fünf, weil dann habe ich immer eine eindeutige Hauptenergie. Okay, was kommt auf dich zu? Und jetzt wird auch schon ganz klar, was ich hier für eine Freude empfinde. Ne? Ich habe heute Morgen schon zu meiner Schwester am Telefon gesagt, die natürlich auch gesagt hat, ja, schwere, müde und so weiter, was wirklich viele sagen gerade. Und ich habe aber dann zu ihr gesagt, es ist aber eine unglaubliche Freude in mir. Ich weiß zwar nicht auf was, weil dieses Jahr, zumindest bei mir, dieses Jahr auch am Weihnachten und über die Feiertage alles komplett anders sein wird durch die Umstände. So total ungewohnt, wie es all die letzten Jahrzehnte war. Und eigentlich, so sollte man meinen, ist es irgendwie nicht erfreulich, weil natürlich etwas wunderschön Gewohntes wegfällt oder scheinbar anders sein wird. Und dennoch empfinde ich eine unheimlich große Freude, also im Kollektiv, ne, jetzt nicht auf mich persönlich gemünzt.
Und da hatte ich ja zu ihr dann gesagt, ich muss mal die Karten legen, um was es bei dieser Freude geht. Und ihr habt es ja selber gesehen, ne? Die Karten sind gesprungen und ich habe sie jetzt der Reihe nach aus dem Gefühl heraus hingelegt. Und hier sieht man zum Beispiel wunderschön, dass es hier um jemanden geht, der in seiner Energie sehr, sehr ängstlich ist, verlustängstlich. Ne? Man hat Angst, jemanden zu verlieren, etwas zu verlieren oder man macht sich vielleicht auch sehr, sehr viele Sorgen jetzt gerade, vielleicht auch durch das aktuelle Weltgeschehen. Man hat Zukunftsängste, Sorgen, wie wird es kommen, was wird gehen, wie wird alles werden jetzt in Bezug auf die Liebe gemünzt. Ihr wisst natürlich, es kann natürlich die Arbeit betreffen, es kann die Liebe betreffen, es kann aber auch das betreffen, um was es bei dir geht. Ne? Und das kann alles Mögliche sein. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal spezifisch auf die Liebe ein, aber ne, der Hinweis hier für dich als Zuschauer, es betrifft immer deine aktuelle Situation, egal ob Arbeit, Liebe, Finanzen, keine Ahnung, das, was dich halt gerade belastet. So, also hier hat jemand Ängste, Zukunftsängste, Sorgen, einfach eine aktuelle, traurige, unglückliche Zeit. Vielleicht Liebeskummer, man trauert einer anderen Beziehung hinterher oder ja, man hat Angst um die Arbeit, Zukunftsängste oder. Die Energie ist einfach traurig, schwer, belastend. Und jetzt kommt aber hier, ja, oder es kommt, ja, es kommt, aber du kennst es wahrscheinlich auch schon, diese Nähe zu einer gewissen Person, die sich stärkt, die jemand, mit dem du in einer Verbindung stehst, egal in welcher Form, darauf gehe ich jetzt auch nicht ein, weil sonst wird es einfach too much. Jemand, den du kennst, jemand, für den du Gefühle hast, jemand, der für dich Gefühle hat, mit dem du womöglich immer wieder Kontakt hast in irgendeiner Form, aber womöglich gerade aktuell nicht oder jetzt längere Zeit nicht hattest, zu dem du dich aber sehr stark hingezogen fühlst, ne, und mit dem du dich lebendig und vollkommen fühlst, sozusagen. Das kommt jetzt auf dich zu, das kommt wieder auf dich zu, dieser Mensch kommt wieder auf dich zu und es wird sehr leidenschaftlich. Ne? Das kann natürlich jetzt leidenschaftlicher Sex sein, das kann sein, dass ihr euch in die Arme fallt und also wortwörtlich in die Arme fällt, ne? Dass ihr euch trefft, dass ihr euch seht, weil er zu dir kommt oder du zu ihm, keine Ahnung. Und dann werdet ihr euch wirklich in die Arme fallen und spüren, wirklich, wirklich spüren, wie sehr eure Gefühle zueinander sind, wie sehr ihr euch vermisst habt oder generell vermisst, wenn ihr euch nicht seht und wie stark eure Gefühle zueinander gewachsen sind, egal wie wackelig es in der Vergangenheit war oder egal inwiefern, ne, jeder hat ja seinen Prozess, jeder hat seine Ängste, jeder hat seine Zweifel, ne, wissen wir ja mittlerweile alle durch die Kartenlegungen, durch die Readings und so weiter. Aber ihr werdet euch sehen, ihr werdet euch treffen und ihr werdet euch in die Arme fallen und ihr werdet euch sowas von fühlen, ja, und ich sage das jetzt explizit auf das Fühlen, weil oft schwingt halt einfach so dieser innere Zweifel statt, ne, auch Ego-Themen schwingen damit, wo man sagt, ja gut, ich würde ja gerne, aber, nee, da passt das nicht, da passt das nicht und da ist das nicht, ne, dieser Kopfkino, diese Gedankenspielchen, die da immer im Kopf dann stattfinden und so weiter. Und all das ist ja das, was einen genau davon abhält, ne, weil wir haben ja diese Karte auf diesem kommt und geht Posten sozusagen und ja, und egal wie es war oder egal
wie es bisher war oder gerade ist. Ihr werdet euch sozusagen in die Arme fallen und ihr werdet euch richtig, richtig fühlen. Ne? Entweder habt ihr grandiosen Sex, nicht hier so an der Oberfläche, sondern ihr werdet euch richtig in die Arme fallen. Ihr werdet euch riechen, ihr werdet euch spüren, ihr werdet euch fressen. Ihr werdet eure Emotionen, die ihr füreinander habt, richtig spüren und ausleben. Ne? Jetzt nicht nur unbedingt als Sexakt im Bett, ja, sondern auch vom Gefühl her, ne, diese Gefühlsexplosion. Und diese Gefühle, die werdet ihr dann zulassen, ne? Entweder in Form von diesem Sexakt, sexuellen Akt, wo man sich gehen lässt, wo man sich fallen lässt, wo man einfach sich selber ist, ja, und sich eben fallen lässt. Und es muss aber jetzt nicht auf sexueller Ebene sein oder nicht nur auf sexueller Ebene, sondern es kann auch sein, dass ihr euch einfach seht, umarmt und einfach die Gefühle, die ihr füreinander habt oder die man einfach spürt, zulässt und sein lässt und nicht wieder im Kopf abblockt. Und damit, genau mit diesem Moment des Fallenlassens, des Zulassens, beginnt etwas Neues. Hier beginnt eine neue Liebe, ein neues Miteinander, eine neue Bewusstseinsebene, weil man sich hier hat fallen lassen. Ja, darum geht es nämlich, weil dieses Innere sich fallen lassen ist der Grund, warum es in der Vergangenheit nicht geklappt hat, weil entweder du oder der andere immer noch blockiert waren, sich wirklich, wirklich leidenschaftlich fallen zu lassen. Und das Wort Leidenschaft hat leider, leider, leider immer auch so einen Werdegang genommen in der menschlichen Sprache als Leidenschaft, die Leidenschaft. Und das stimmt auch bis zu einem gewissen Grad. Und dieser Grad, der wird auch mit dieser Karte nochmal so richtig signalisiert, weil eine Leidenschaft, die Leidenschaft, ja, also die Leidenschaft, schafft sie nur deshalb, weil man noch nicht diese Themen, die man in sich trägt, die quasi dieses Leiden hervorrufen in einem selber, die es aber gab, ja, durch Herzschmerz, durch Erwartung, durch Enttäuschung, dadurch schafft Leidenschaft leiden, ja, weil man noch nicht in seiner Kraft ist, weil man diese Themen, die in einem drin sind, noch nicht geheilt hat. Und man kann diese Leidenschaft, welche ja ein Hobby ist, was man mit Leidenschaft auslebt, man hat aber nicht, man hat noch gewisse Themen in sich drin und deswegen kann Leidenschaft leiden schaffen, erschaffen. Ja, oder man erschafft sich Leiden, weil man diese Leidenschaft nicht wirklich lebt, sondern an Erwartungen knüpft, die aber dann nichts mit wahrer Leidenschaft zu tun haben, sondern immer noch durch Ego-Themen an Erwartungen geknüpft sind. Und es trifft sich hier sehr, sehr schön, weil wir haben ja hier die 5 der Schwerter. Und die 5 der Schwerter ist so eine Krieg, so eine Kampfenergie, ja, die man hier in der Vergangenheit halt eben auch hatte, weil die entsteht durch Herzschmerz, also die 3 der Schwerter, ne, Herzschmerz, was man in sich trägt und dadurch immer wieder in eine Kampfenergie kommt, ne, das, was ich gerade gesagt habe, Ego-Themen. Man will lieben, man will Leidenschaft leben, man kann es aber nicht, weil diese gewisse Leidenschaft immer noch an Ego-Themen anstößt oder angrenzt, die dann in Form von Erwartungen, die man hat, nicht erfüllt werden. Und Erwartungen sind ja auch immer Erwartungen, die man im Außen hat, an jemand anderen, an das Außen, die aber niemals erfüllt werden können, weil jeder Mensch halt individuell ist, jeder Mensch ist einmalig und jeder Mensch hat halt auch seine Themen.
Und weil man dadurch dann immer auch an eigene Grenzen stößt, aus dem Ego heraus, kommt man dann in diese Kampfenergie, Kampfstimmung sozusagen. Also, und weil wir jetzt dabei sind, was jetzt eigentlich auf uns zukommt, ne, diese Freude, die ich spüre im Kollektiv sozusagen, ist genau das, dass man sich trifft, dass man sich sieht und sich fallen lässt. Ja, und dadurch entsteht etwas Neues. Und wenn es auch nur in Anführungsstrichen eine neue Bewusstseinsebene in deiner eigenen Transformation ist, in deinem eigenen Leben, in deinem eigenen Buch, in deiner eigenen Geschichte. Ja, weil in dem Moment, es kann ja auch sein, dass du gerade niemanden hast, ne? Kein Seelenmensch, kein Herzensmensch. Was wahrscheinlich unwahrscheinlich ist, sonst würdest du keine Orakel schauen. Aber es könnte auch sein, und es könnte auch damit gemeint sein, weil in dem Moment, wo du eine andere Bewusstseinsebene erreichst, wo du dein Herz öffnest, wo du leidenschaftlich das lebst, was du eigentlich bist, was du innerlich hast, dann kommst du auch anders im Außen an und dann bist du auch ganz anders willkommen im Außen, ne? Dann begrüßt man dich nicht mit Handschlag, ja, guten Tag, Frau so und so, sondern dann frisst man dich halt auch auf, ne? Weil du diese Lebendigkeit in dir lostrittst oder loslässt oder laufen lässt sozusagen. Du versperrst dich nicht vor dem, was du wirklich ist, aus Angst vor dem Außen oder vor Angst, was die anderen von dir denken oder bestimmte Menschen von dir denken, sondern du bist einfach. Du bist einfach, ne? Mehr braucht man dazu auch gar nicht sagen. Und genau dadurch hast du die Möglichkeit, allen Schmerz, der in dir war, wenn du dann in dieser Situation bist, und dann kannst du auch die Schwerter fallen lassen, die du in der Vergangenheit benutzt hast, um dich zur Wehr zu setzen, um deinen Schmerz nicht zu spüren und diese Energie der Verletzung in Krieg umgewandelt hast, weil jedem Krieg, jeder Wut geht immer eine Verletzung voraus. Ja, da haben wir sie übrigens auch, ne, die Verletzung, aber darum geht es jetzt nicht. Aber man sieht halt schon mit der Schwertenergie, dass man hier wirklich immer darauf bedacht war, sich selber zu beschützen, weil diesem Beschützen einer Verletzung hervorging oder vorausging. Und hier kommt man jetzt sozusagen in sein Selbstbewusstsein, sein inneres Feuer, sein inneres Sein, sein wirkliches Sein zu leben. Und dadurch auch zu präsentieren. Ja, und man sieht es hier, es kommt hier wirklich, wirklich zu einem inneren seelischen Neubeginn. Auch hier, ne, man sieht es, kommt es zu Kontakt, zu Bewegungen. Man wird wahrscheinlich auch diese innere Gefühle, die man hier loslässt, die man laufen lässt, wird man auch kommunizieren. Das heißt, man sieht sich nicht nur, man fällt sich nicht nur in die Arme und man spricht auch aus, was man vielleicht in der Vergangenheit sich nie getraut hat zu sagen, sondern einfach so, boah, ich liebe dich und boah, ich könnte dich fressen, ne? Man kommuniziert es einfach auch, ne? Und dadurch auch hier nochmal der Neubeginn, der dann ins Rollen kommt, der dann ins Laufen kommt, sozusagen. Tja, und dann wird man wieder vor eine Entscheidung gestellt. Und diese Entscheidung hat etwas mit Gefühlen zu tun. Also, ne, das ist so diese nächste Stufe sozusagen, wo du dich entscheiden darfst, wieder in die alte Energie zu rutschen, in alte Ego-Themen zu rutschen, die davor deine Leben bestimmt haben, oder du lässt es weiterlaufen. Und hier ist natürlich ganz klar, dass man weiterlaufen lässt, logischerweise. Ah ja, hier eine wichtige Indizkarte auf der untersten Karte des Decks. Also, ne, in Verbindung jetzt hiermit kann es sein, dass auch wenn man diesen neuen Weg eingeschlagen hat, diese neue bewusste Ebene erreicht hat und sich wirklich, wirklich von tiefstem Inneren
geöffnet hat und damit auch einen neuen Lebensweg eingeschlagen hat, zumindest auf deiner emotionalen Ebene, auf deiner bewussten Ebene, kommt der Moment, wo dich alte Energien, alte Ängste wieder einholen. Und dann kommt es auch wieder zu einem Rückzug. Ja? Und auch wenn es hier jetzt nicht um einen bestimmten Menschen geht, dann geht es um deinen inneren Rückzug, weil der Mensch ist halt nur mal ein Gewohnheitstier sozusagen. Und in dem Moment, wo man etwas Grandioses in sich selber transformiert hat, ne, hier in Bezug zum Beispiel seine innere Blockade aufgehoben und wirklich zu sagen, zu kommunizieren und zu zeigen und seine eigene Leidenschaft zu zeigen, zu leben und sie nicht zu verstecken, ist es natürlich erstmal was Grandioses, aber dann kommt halt auch immer wieder der Kopf, der Gedanke, der Zweifel, der wird sich immer, immer wieder in dein Leben in Form von Gedanken dazwischen preschen oder reingrätschen sozusagen, um dich zu prüfen, um dich zu testen, ob du wirklich, wirklich den Mumm hast, hier dich selbst zu leben oder du selbst zu sein, weil natürlich die alte Gewohnheit immer wieder reingrätscht. Und meinst du das wirklich? Kannst du das wirklich? Und ist dir wirklich egal, was andere denken oder andere sagen? Und das sind so kleine Prüfungen. Das heißt, man wird sich hier wieder zurückziehen. Kann auch sein, was mir jetzt gerade so als Impuls reinkommt, dass du hier wirklich Feuer und Flamme bist und vor lauter Übereifer brichst du dir ein Bein oder verstauchst dir den Fuß, ne, weil du jetzt hier richtig in die Puschen kommst und dann bist du sozusagen wieder ans Sofa oder ans Bett gefesselt und dann denkst du dir so, ja, ich habe es, glaube ich, übertrieben oder ja, ich habe doch gewusst, es ist nicht gut, so aller nach dem Motto, man kommt hier in die Puschen, fängt an Sport zu machen, irgendwas passiert und dann sagt man sich so, ja, ich habe es ja gewusst, Sport ist Mord sozusagen. Ne, es geht jetzt nicht um den Sport, um die Energie, aber zu sagen, ich habe doch gewusst, hier, ich habe einen Fehler gemacht. Ne, diese Energie kommt dann sozusagen, nachdem man sich quasi geöffnet hat. Jetzt schauen wir aber mal weiter, weil das hier ist ja dennoch trotzdem eine Zwangspause, aber eine extreme Transformationsenergie, weil sie ganz viel mit Erkenntnis zu tun hat, ne? Schwertenergie. So, und jetzt schauen wir mal, was wir hier dann noch als Klärungskarten dazu bekommen. Jupp, jupp, jupp. Also dennoch geht es ums Weiterkommen, ne? Man sieht halt hier, diese Trauerenergie kommt halt sozusagen, weil man ja weiterkommen will und es sich auch wünscht und sich danach sieht. Ne? Die Seele, die ist nicht hier darauf bedacht, hier zu trauern oder traurig zu sein, sondern die Seele will ja erleben, um zu wachsen. Und das vergisst man oft leider sehr als Mensch, der womöglich oder vielleicht im Kopf ist. Und deswegen sollte man halt auch immer wieder von einer Person, der du vertrauen kannst, und es kann hier auch eine Person sein, der Hund in Form von einer Person, der du vertrauen kannst, die sehr loyal zu dir ist, die du auch wahrscheinlich schon sehr, sehr lange kennst und du auch weißt, dass du dieser Person vertrauen kannst, die dich dann in dem Moment oder in der Hinsicht darauf hinweist, dass hier Kummer oder sonst irgendwas total falsch sind, total fatal sind, dein Leben dadurch stillstehen könnte oder was der wahre Grund deiner Sehnsucht sein könnte, ne? Dass es nicht der Mensch ist, weswegen du vielleicht traurig bist, sondern dass da was ganz anderes dahinter steckt, nämlich alter, tiefsitzender Schmerz oder Enttäuschungen, der schon ewig in dir drinne sitzt und man halt immer noch daran festhält. Das kann natürlich auch sein, weil mit den drei der Münzen geht es ja auch um Verbesserung. Das bedeutet, irgendjemand oder irgendwas oder vielleicht du einfach selber kommt auf den Trichter, was mache ich hier einfach oder was mache ich hier eigentlich, ist doch total unnütz oder Unsinn. Oder es wird eben so passieren, dass jemand halt plötzlich vor deiner Tür steht und dich knuffelt und schnuffelt und du dann Feuer und Flamme wieder bist. Ja, und aber dann auch den Mumm hast, hier, hier
dich wirklich einzulassen und mehr oder alles zu geben, was du davor vielleicht nicht gemacht hast, weil man sich davor vielleicht geschämt hat oder nicht ganz in seiner Kraft war, sich wirklich zu zeigen, authentisch zu zeigen. Und das wird aber hier passieren. Und hier haben wir auch den Page der Stäbe nochmal, ne? Also hier geht etwas mächtig, mächtig, mächtig und schnell voran. Ich könnte mir vorstellen, dass nach dem Video sogar dein Herzensmensch dir schreibt, dir eine Nachricht schreibt, sich bei dir meldet oder sonst irgendwas. Hier passiert sehr schnell Positives. Also das erklärt definitiv meine Freude, die ich so in mir habe, im Kollektiv gesehen. Und befriedigt dich halt natürlich auch und gibt dir enorm viel Sicherheit. Ihr kennt alle das Gefühl, die Angst vor der eigenen Courage. Das kann sein, dass das hier kommt, aber erstmal fühlst du dich in deiner absoluten Vollkommenheit durch das, was jetzt auf dich zukommt. Ne? Entweder dieser Mensch oder dieser endlich gewagte Umzug. Es kann so viel sein, was jetzt kommt, was jetzt auf dich zukommt. In den allermeisten Fällen geht es um die Liebe, klar. Ne? Aber ja, ich will es nochmal dazu sagen. Und wow. Ja, also schau mal hier, wir haben hier das Pferd für die Aktion oder auch für den Menschen, mit dem es jetzt in eine neue Verbindung geht, wo einfach vieles losgetreten wird auf emotionaler Ebene und aber auch auf Kopfebene. Das ist also so beides, so das ist so Kopf und Herz, so der Einklang von Kopf und Herz und mit dem Nah als kompletter Neubeginn, als komplette Ausrichtung deines Lebens durch diese Hingabe, die dir jetzt gelingen wird, also die Masken abzulegen, weil oftmals erreichen wir ja nur nicht das, was wir wollen, weil wir selber blockiert sind. Und diese Blockade ist uns einfach sehr, sehr oft nicht bewusst. Aber auch mit der Schwertenergie geht es um Bewusstwerdung, Klarwerdung, Erkennung sozusagen. Und dafür ist halt eben auch dieser Stillstand, diese Ruhephase, Ruhepause einfach sehr, sehr wichtig. Es kann auch sein, dass diese Zwangspause diese Situation hier ausgelöst hat oder ausgelöst hat. Es kann aber auch sein, dass diese Pause nochmal auf dich zukommen wird, die dann aber hier wirklich zu diesem Neubeginn führt auf geistiger Ebene, auf Bewusstseinsebene und aber auch auf emotionaler Ebene. Ne, man kann ja nur eine neue Bewusstseinsebene erreichen oder erschaffen, indem man wieder eine Blockade in sich auflöst und einen Schritt weiter geht, einen Schritt weiter kommt. Ne, und hier ist es sozusagen in dieser Legung, in diesem Reading ist es das Zulassen von Leidenschaft, aber nicht der Leidenschaft, die Leidenschaft, sondern das Zulassen von Leidenschaft mit dem Wissen, dass es hier nicht um Ego-Themen geht, sondern um die eigene Lösung der Blockade. So, jetzt bin ich mal gespannt, was hier noch auf dem letzten Posten fällt. Boah. Ne? Du wirst dann die Entscheidung bekommen, wenn alte Energien auftauchen, alte Energien nach dem Motto, ich habe es doch gewusst, Sport ist Mord, wie konnte ich nur, wäre an dieser Stelle total falsch und total fatal, weil diese Energie, dieser Anflug von alter, gewohnter, negativer Ego-Energie ist ein Angebot sozusagen für dich, ob du wieder in die alte Energie zurückrutschst oder ob du die Chance nutzt, diese Blockade, die du endlich gelöst hast, die dich in deinem Wegen dann, in deinem Leben dann weiterbringt und dir sozusagen eine neue Tür in deinem Leben öffnet, eine neue interessante
Türe, ein neuer Prozess, ein neues Kapitel, ein neues Weitergehen in deinem Leben durch eine neue Bewusstseinsebene, die du erreicht hast. Das ist wie wenn du auf der Leiter nach oben wieder eine Stufe weitergekommen bist, weil du was überwunden hast. Zum Beispiel, vielleicht hat jemand Höhenangst, und hat sich nie getraut, auf eine Leiter hochzulaufen sozusagen, und hat jetzt wieder eine Stufe mehr überwunden auf dieser Leiter nach oben oder halt auf diesem Weg zu seinem Ziel sozusagen, und bekommt aber, und es ist ganz wichtig, nochmal das Angebot von Gedanken: bist du dir sicher, dass du jetzt weniger Angst hast? Bist du dir sicher, dass du das Richtige getan hast? Und ja, es ist auf jeden Fall richtig, weil es ist die Angst, die sich immer wieder meldet. Es ist immer der Zwiespalt, der sich immer wieder meldet und immer wieder bei dir anklopft und dich zurückholen möchte. Aber dreh dich nicht um, dreh dich nicht zurück. Lass dieser alten Energie keine Gewichtigkeit bekommen oder gib dieser alten Energie vielleicht einfach nur mal ganz, ganz, ganz kurzfristig Aufmerksamkeit, und dann lässt du sie auch wieder gehen, weil es geht ja in deinem Leben um ein neues Kapitel, um den nächsten Schritt und so weiter. Und für den nächsten Schritt ist es einfach wichtig, sich fallen zu lassen und wirklich leben, was man eigentlich leben möchte, ne? Dass man sich nicht zurückhält, sondern wirklich, wir haben ja hier die 9 der Münzen, aber das ist egal, das ist der Weg ja dorthin. Und dass man sich einfach nimmt, was man sich wünscht, so ungefähr. Ja, auf jeden Fall wird es sehr, sehr heiß, es wird lebendig, es wird wow, richtig, richtig leidenschaftlich, feurig, weil man hier Blockaden ablegt und sich einfach nimmt, was man sich schon sehr, sehr lange wünscht, vorstellt, erträumt, erhofft. Und ja, und dann kommt man halt nochmal in das Angebot einer negativen Energie, was du aber entschlossen ablehnen wirst. In diesem Sinne, meine Liebe, mein Lieber, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei diesem Mega-Abenteuer, was auf dich zukommt, denn es wird einfach richtig, richtig gut. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video, deine Sandra.